Ich bin katholisch. Meine Kinder leben nicht in Ägypten, sie leben in Frankreich. Sie leben seit Jahren im Ausland. Wenn sich eines Tages die Möglichkeit ergeben sollte, mein Geschäft zu verkaufen, dann werde ich auch gehen, denn ich will ein ruhigeres Leben und weniger Sorgen haben. Wir verbinden mit Ägypten Sonne, Pyramiden und Moscheen. Das Land hat jedoch eine reiche und wechselvolle christliche Vergangenheit, die bis in das erste Jahrhundert zurückreicht. Deshalb leben die Nachfahren der Pharaonen, die Kopten, Vorreiter der ägyptischen Christen, schon lange vor den Muslimen hier, die im 7. Jahrhundert in diesem Land einmarschierten. Kopten leitet sich vom arabischen Qibt ab und bedeutet Einwohner von Ägypten. Die Kirche überlebte über die Jahrhunderte bis heute. Sie litt unter mehreren Perioden der Verfolgung durch den Islam. Heute ist die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch. Die ägyptische Kirche unterscheidet sich ziemlich von den Kirchen außerhalb Ägyptens. Unsere Kirche hat niemals Angst. Wir leben und wuchsen mit den Märtyrern auf. Wir haben ihr Leben und ihre Geschichte gelernt. Wir wissen das wann und wie. Jeder Märtyrer gehört in die Geschichte Ägyptens. Viele ungewöhnliche Zeichen begleiten das ägyptische Christentum. Eines davon ist das in die Hand eintätowierte Kreuz. Es ist ein Kreuz, das sich Erwachsene und auch Kinder eintätowieren lassen, damit sie niemals ihre Wurzeln und Tiefe ihrer Tradition vergessen, wo die Quelle ihrer Stärke liegt, in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Verfolgung. Es gibt zwei koptische Kirchen in Ägypten, die orthodoxe koptische Kirche und die katholisch-koptische Kirche, die zusammen etwa 10% der Bevölkerung ausmachen. Es ist die größte christliche Bevölkerungsgruppe im Nahen Osten. Daher hat das Christentum in Ägypten nicht wie in anderen muslimischen Ländern gesellschaftliche Bedeutung. Die koptisch-katholische Kirche ist, nicht so die orthodoxe koptische Kirche, in voller Kommunion mit Rom. Der Ritus in der Liturgie ist nahezu der gleiche wie bei den orthodoxen Kopten. Sie besteht aus 210.000 Gläubigen, 175 Priestern und 40 Mönchen. Seit dem Sturz von Präsident Hosni Mubarak 2011 erleben die Christen sehr traumatische Momente. Sie wurden von der Muslimbruderschaft und den Salafisten angegriffen. Ihre Kirchen wurden zerstört und viele Gläubige umgebracht. Christliche Familien sind vertrieben worden, ihre Häuser und Geschäfte bis auf den Grund niedergebrannt und jeglicher Möglichkeit beraubt, ein normales Leben zu führen. Es gab in Ägypten immer Angriffe auf Christen. Viele Jahre wurde im Westen in den Medien vielleicht nicht so viel darüber gesprochen wie heute.
Die dramatische Situation der Christen verbesserte sich scheinbar, als Abdel Fattah el-Sisi 2014 an die Macht kam. Der Präsident empfing orthodoxe, katholische und protestantische Bischöfe. Seine Regierung bereitet ein neues Gesetz vor, das den Bau von Kirchen regulieren soll. Das ist ein Schwerpunktthema für die ägyptische Kirche. In der Vergangenheit lag es am Präsidenten selbst zu entscheiden, ob ein Bau beginnen konnte oder nicht. Das lähmte praktisch alle Kirchenbauprojekte. Jetzt werden die Bauverhandlungen auf einem niedrigeren Niveau geführt. Der offensichtliche Friede jedoch wurde von mehreren Bombenattentaten gebrochen, die von Terroristen, dem sogenannten Islamischen Staat, verübt wurden. Diese Dschihadistengruppe okkupierte große Gebiete in Syrien und im Irak, dann einen Teil des Sinai. Sie wurden weltweit bekannt durch ihre Brutalität, Massentötungen, Verschleppungen und Enthauptungen. Ja. 2016 und 2017 waren Gottesdienstbesucher und viele religiöse Orte Ziel der Dschihadisten. Hunderte Christen wurden getötet. Ein islamischer Führer in Ägypten hat Muslime gewarnt, sich von christlichen Versammlungen sowie von Regierungs-, Militär- und Polizeieinrichtungen fernzuhalten, mit dem Hinweis, dass militante Gruppen weiterhin diese legitimen Ziele, wie er es nannte, angreifen werden. Die Unsicherheit im Land hat zu einem noch größeren Exodus der Christen geführt. Die katholische Kirche steht vor einer Herausforderung. Welchen Grund nennen Sie den Gläubigen, damit sie bleiben? Wir sind aufgefordert, uns um die täglichen Nöte jedes Einzelnen zu kümmern. Nöte, auf die wir antworten müssen. Die Jungen und die Familien verlassen Minya und gehen nach Kairo oder nach Sharm el-Sheikh oder ins Ausland. Viele gehen. Wir müssen die Lehrer ausbilden, und das ist eine große Herausforderung. Wir müssen lehren, wie man den Wert des Lebens weitergibt, wie man arbeitet, wie man sich für die Angelegenheiten seines Landes engagiert, wie man dabei kreativ ist. Wir müssen diese Werte entwickeln. Um diese Werte zu entwickeln und den Gläubigen zu helfen, füllt die katholische Kirche ein Defizit in der staatlichen Förderung aus, indem sie eine Vielzahl von sozialen Diensten anbietet. Mehr als 100 Pfarreien führen Schulen für die Grund- und Unterstufe, viele Apotheken und Waisenhäuser. Sie helfen den Witwen, alleinerziehenden Müttern, den Gefangenen, Behinderten und Armen. Alle Einrichtungen sind offen für jeden in Not. Egal welchen Glauben sie haben. In Ägypten leben mehr als 8 Millionen Kinder, die unter 5 Jahren sind. Die Armut, die hohe Kindersterblichkeit und Scheidungen führen oft dazu, dass Kinder verlassen sind. All das führt dazu, dass es ständig mehr und mehr Waisen und Straßenkinder in Ägypten gibt. Die Franziskaner führen Altenheime, Spitäler und Schulen mit 10.000 Schülern und 400 Lehrern, darüber hinaus 3 Waisenhäuser. Das ermöglicht ihnen, auf die überhandnehmenden Nöte der Ärmsten der Armen, hauptsächlich die der Kinder, zu antworten. Die Kinder kommen aus den unterschiedlichsten Regionen, aus Alexandria, Assyut, aus Kairo, aus Aswan. Alle sind Christen, Katholiken. Ihre Situation zu Hause ist sehr schwierig, weil sie aus armen Familien kommen. Manche haben weder Vater noch Mutter und keinen Platz, wo sie bleiben können. Deshalb nehmen wir sie auf, von der Grundschule an bis zu dem Punkt, wenn sie die Realschule beendet und einen Abschluss haben, um mit einer Arbeit beginnen zu können. Ich bin 20 Jahre alt. Das ist mein letztes Jahr auf der Universität. Ich studiere Archäologie und Geschichte. Ich bin seit 11 Jahren hier, meine Schwester auch.
Ich bin hier erzogen und groß geworden und das ist mein Zuhause. Ich möchte mit meinen Geschwistern immer hier bleiben. Von unseren Kindern sind 5 auf der Universität. 11 gehen in die Unterstufe und 12 in die letzten Klassen der Mittelschule. 10 sind in der Grundschule. Eine ist gerade mit ihren Studien fertig und 2 weitere werden dieses Jahr ihre Kurse auf der Universität beenden. Wir helfen ihnen auch, Arbeit zu finden. Die Führung von Waisenhäusern und Kindertagesstätten ist ein teures Unternehmen. Es gibt immer zu wenig Geld für die Unterhaltung der Einrichtungen und die steuerliche Belastung ist hoch. Doch immer mehr Kinder benötigen Hilfe. Die Mittel kommen von Wohltätigkeitsorganisationen wie Kirche in Not, aber nicht ausschließlich, denn Waisenhäuser haben ihre eigene Geschäftstätigkeit. Sie stellen Tische für unser Seminar her. Wir verkaufen Möbel, die nach Maß gefertigt werden. Der Gewinn ist als Unterstützung für die Behinderten gedacht. Wir geben einer Person Arbeit. Sie verdienen nicht viel. Alle Möbel in diesem Haus, die Türen, die Fenster, Tische, Betten, Regale, wurden alle hier gefertigt. Die besten Schulen in Ägypten werden von katholischen Priestern oder Schwestern geführt. Wegen des hohen Ausbildungsstandards ziehen sie auch viele muslimische Schüler an. Die meisten der Lehrer hier sind Priester, die sich um die Christen kümmern, während die Muslime zur gleichen Zeit Unterricht in Arabisch mit einem Lehrer haben, der auch islamischer Religionslehrer ist. Wir haben ein Programm hier, das verschiedenste Aktivitäten außerhalb des Lehrplans beinhaltet, an dem sowohl Muslime als auch Christen teilnehmen. Das ist ein wichtiges Element in ihrer Erziehung. Sie müssen überzeugt sein, dass es gut ist, damit sie, wenn sie erwachsen werden, hoffentlich immun sind gegen jegliche ideologische Manipulation, weil sie wissen, dass Christen Menschen sind, mit denen man am Gemeinwohl des Landes, der Familie und der Gesellschaft arbeiten kann. In den christlichen Kirchen gibt es ein Bestreben nach einem Dialog mit dem Islam. Und das ist ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe. Es gibt ein echtes christliches Verständnis für die Notwendigkeit eines Dialogs und dafür, wie man unsere Brüder und Schwestern behandelt. So nämlich, wie wir behandelt werden wollen. Die katholische Kirche setzt diese Botschaft des Dialogs in die Tat um. Die Jesuiten leiten in Alexandria ein Kulturzentrum, das für Menschen aller Glaubensrichtungen offen ist. Wir sind vor allem in Ägypten präsent, um Möglichkeiten zu schaffen, sich zu treffen. Wir haben beides, das Christentum und den Islam. Wir versuchen, die Jugend zu ermutigen, die am Beginn ihrer künstlerischen, kulturellen und schriftstellerischen Reise steht. Wir bieten hier Möglichkeiten an, damit sie ihre Flügel ausbreiten können. Viele Initiativen wurden auch in koptischen Kirchen geboren. Die Marienkirche ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt und Anziehungskraft der Projekte, die nicht nur Christen aus der Pfarrei, sondern auch Muslime anziehen.